Hallo Freunde, willkommen zurück auf der nordfriesischen Marsch Match Map. Und wie ich in der Serverliste heute gelesen habe, gibt es das sogar auch als Match Map. Das ist dann wieder dieses Schreiben nach Gehör, wo ich dann wieder sage, so, war nicht die cleverste Idee. Aber naja, gut, da muss halt jeder selbst für zurechtkommen. Wir, das ist der Friesenjung. Moin. Und meine Wenigkeit, der Experience. Und wir battlen uns hier hart auf dieser Matchmap. Und battlen ja, und pausieren möge verboten. Der bessere gewinnen. Genau, werde ich. Ja gut, ich mach mal weiter. Ich habe hier keine Zeit zu verschenken. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist. Genau, hör doch mal auf, jetzt dazwischen zu quatschen. Das ist ja schrecklich mit dir, ey. So, mal gucken. Wir haben gerade mal neue Cosplay-Versionen geladen, weil wir ja tatsächlich Probleme mit Cosplay hatten. Mal gucken, ob das jetzt behoben ist. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Wir dürfen gespannt sein, ne? Wie es so schön heißt. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. So, dann gucken wir mal. Sieht auf jeden Fall besser aus hier mit dem Cosplay, als es das vorhin tat. Daher machen wir mal weiter hier. Ich glaube, die Brücke ist jetzt auch nicht mehr befahrbar. Sehe ich das richtig? Das dürfte von der Zeit her seit 18 Uhr schon so sein, ja? Ja, genau. Hör mal, wie mache ich denn diese Game Extension nochmal auf? Mit I. Also bei mir ist es I. Jojo. Scheiße, wie stelle ich das denn nochmal ein, dass ich hier schwere Sachen schleppen kann? Das hätte ich offline machen müssen, ne? Ja, oder du musst dich als Admin anmelden. Dann muss ich das wohl mal eben tun, ja. Ah, da muss ich ja wieder raus. Ja, scheiße, dann kannst du keine Felder kaufen. Ist egal, so lange. Ist egal. Ja. Ist das halt so. Ich hab das aber, glaube ich, auch nicht eingestellt. Mach ich zwischen den Folgen dann. Muss ich jetzt halt hier damit leben, dass ich ein Schwächling bin. Dann erinnere mich mal bitte dran, dann mache ich das dann nämlich auch. Ich erinnere. Merci. So, ich würde mal berechnen. Berechne, ja. Oh Gott, hoffentlich ist das ja, das ist meiner. Ich verschiebe. Ich habe nicht mehr genug Traktoren. Das Problem kenne ich. Ich kann keine kaufen, weil es nicht spät genug ist. Weil es zu spät ist. Mist, ich habe kein Geld, aber ich kann auch keine mieten. Das kommt noch erschwerend hinzu, ne?
Ja, voll ätzend. Bisschen besser lesen. Fleisch, Mehl haben wir alles nicht. Käse haben wir nicht, Apfel haben wir nicht. Treibstoff haben wir nicht, wir haben nichts. Garten Center West, ja. Ja, auch nichts. Bringt mir gar nichts. So, er ist hier am Flügen. Das ist auch gut so. Dreht er eigentlich den Flug auch nachher? Oder macht er das, wie er lustig ist? Das. Verschieb mal. Jo. Fertig. Perfekt. Angro-Start, durchdrehende Reifen. Na denn. Oh, das ist ausnahmsweise mal meiner. Ich wollte gerade sagen, es ist deiner, nicht meiner. Ab wann ist eigentlich bei dir Nacht? 21 Uhr hatten wir, stand da so drin. Von 21 bis 6. Das hatte ich eigentlich so eingestellt, weil man das über die Game Extension so einstellen kann, dass der dann automatisch eine andere Zeitskalierung nimmt. Oh, das ist ja cool. Ja, theoretisch. Aber du kannst dann nicht sagen, er soll zum Beispiel 30-fach machen, sondern du kannst das nur in 100er Schritten machen. Und das finde ich dann doch ein bisschen krass, wenn das auf einmal die 100-fache Zeit ist. Das könnte durchaus ausarten, ja. Ja, und deshalb habe ich das dann nicht aktiviert, sondern wir müssen manuell dran denken, aber wir können das auch gerne umbauen. Wir können auch gerne sagen, was weiß ich, von 20 Uhr bis 6 Uhr oder von 18 bis 6 Uhr oder wie auch immer ist das. Das bleibt uns überlassen eigentlich. Ich hätte ab 21 Uhr ist schon ganz gut. Ja, cool. Der Drescher, der feststeckt, ist auch deiner.
Na, ich habe mir gerade ein Ei gelegt, Alter. Scheiße. Was hast du gemacht? Na, guck mal, was beim Shop noch rumsteht. Ach so, ja. Wieso? Ja, sehe ich, wieso? Ja, könnte ich jetzt ganz gut brauchen. Ach so. Ja, steht aber noch hier beim Shop. Ist halt doof, ja. Ich dachte, du hast eine zu viel gekauft. Dann hätte ich gesagt, verkauf doch wieder, machst ein bisschen Verlust, aber nicht so viel. Aber ja, das ist natürlich doof. Nee, der sollte schon eigentlich hier stehen. Naja. Ja, also ich habe einen auf dem Hof, also, aber es bringt dir auch nichts. Da sind zwei Brücken zwischen, die würde ich mir nicht rüberkommen. Können ja noch einen Fähren-Mod mit reinnehmen. Dann kannst du dir eine Fähre kaufen. Ach, es gibt ja jetzt hier so einen Verladekran, da kannst du ja Container mit verladen und was weiß ich nicht alles, ne? Ja, stimmt. Habe ich gesehen. Von Castor irgendwie oder so, ne? Ja, genau. Der Typ haut auch immer die krassesten Sachen raus, ey. Ja, das ist voll krass. Wobei, ich bin ja auch tatsächlich so ein bisschen positiv oder sehr positiv überrascht, wie gut mein Transportpack ankommt. Das ist echt der Kracher. Das ist schon irgendwie über 1200 Mal runtergeladen worden jetzt in 2 Wochen. Weißt du warum? Weil du zweilagig die Paletten laden kannst. Klar. Ja. Und dieses Zwischenlager, was ich gebaut habe, ist auch schon fast 700 Mal runtergeladen. Nicht schlecht. Finde ich schon heftig. Ja, da wird dann auch wahrscheinlich dieses Wochenende noch ein zweites Zwischenlager kommen für die andere Holzindustrie. Ah ja. Ja. Und mal gucken, was dann noch kommt. Es gab schon Leute, die haben gesagt, oh, unten bei der Kartoffelverarbeitung wäre das noch praktisch. Und dann, ja, mal gucken. Ja, dann kannst du dich ja nur noch hinstellen und ein Zwischenlager bauen. Ja, also im Endeffekt, wenn ich immer das gleiche Gebäude nehme, ist es auch nicht so schwierig, die zu bauen. Also das hält sich in Grenzen, der Aufwand. Aber ja, muss man mal schauen. Ja, also weißt du, es gibt so Bereiche, wenn da jetzt irgendwie nur eine Palettenart produziert wird, dann baue ich da kein Zwischenlager hin. Ja. Wenn jetzt irgendwo was dicht an dem Zentrallager ist, also ich werde zum Beispiel kein Zwischenlager jetzt irgendwie für Fisch und Papier und hier Zucker machen, weil das ist einfach um eine Ecke vom Zentrallager, da brauche ich kein Zwischenlager mehr. Außer vielleicht um die Kapazität zu erhöhen, da könnte man dann nochmal drüber nachdenken, aber... Nein, das haben wir auch schon. Na, ganz ehrlich, warum produziert man es, wenn man es nicht verkauft oder nicht weiterverarbeitet? Weißt du? Das frage ich mich dann auch wieder. Warum muss denn das wirklich bis zum allerletzten ausgereizt werden? Einfach um auf gute Preise zu warten oder so, keine Ahnung. Naja. Ja. Also ganz ehrlich, du wirst auf der nordfriesischen Marsch wirst du eigentlich mit Geld zugeschüttet, ganz ehrlich. Ja, ist richtig. Die ist, also so gesehen, ist sie relativ einfach zu spielen. Das ist auf jeden Fall wahr. Also wir haben ja bei uns in der Community, bei uns im Multiplayer-Livestream, da ist ja einer bei, der Dom, der hat auf der nordfriesischen Marsch 10.000 Spielstunden. Alter. Das ist jetzt mein Drescher, der feststeckt, aber das ist okay so. Und das der, muss so, ne? Ja, das muss so. Ja, der bunkert gerade ab in der Kurve. Das ist okay. Das ist kein Problem. Der hat also auch alles mit Cosplay. Der hat, weiß ich nicht, wie viel große Drescher und hat also wirklich auch alles Cosplay-mäßig vom... die stehen im Unterstand, die Fahrzeuge, mit ihren Anbaugeräten und er sagt, okay, und du musst jetzt auf Feld 5 musst du jetzt düngen. Und dann sagt er im Unterstand... Du fährst jetzt los und dann fährt er zu Feld 5, düngt und fährt wieder zurück und parkt sich wieder ein. Und also wirklich, er macht nur noch Management mehr oder weniger. Der hat alle Felder, hat alle Silos voll, alle Lager sind voll und weiß ich nicht, hat 100 Millionen auf dem Konto oder so. Übel. Ja. Aber ich glaube, dann wird es nachher auch irgendwann, weiß ich nicht, ich glaube, das wird mir dann langweilig werden. Könnte ich mir vorstellen, aber weiß ich nicht. Weil dann bist du ja nur noch am Managen. Dann bist du keine neuen Kurse mehr am Einfahren, sondern sagst nur noch, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt fährst du Dreschen und du machst das. Ich glaube, das würde mir zu langweilig. Ja, und ich meine, diese 10.000 Stunden kommen auch nur, weil er dann eben auch, sag ich mal, seinen Rechner natürlich laufen lässt, wenn er zur Arbeit geht und seinen Fahrzeugen irgendwelche Aufträge gibt. Und der läuft dann irgendwie wohl rund um die Uhr, so wie ich das mitbekommen habe.
Okay, ja gut, dann kannst du ja per Remote wahrscheinlich dann auch von der Arbeit noch drauf zugreifen und schickst den halt durch die Gegend und so. Ja, wahrscheinlich. Wobei er erst Land wird, also er sitzt dann in einem echten Trecker. Ich weiß nicht, ob er dann per Remote da drauf zugreift. Du, auf den, sag schnell, den, nicht Teamspeak, Quatsch, Teamviewer, App-Client hier, weißt du, und damit geht ja, das schon. Ja, klar, ja, logisch, damit geht das. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt heutzutage. Das ist richtig. Das musst du mal in Tage umrechnen, 10.000 Stunden. Ja, also im Endeffekt heißt es, glaube ich, dass er seit Veröffentlichung der Map mehr oder weniger ununterbrochen drauf spielt oder so. Ich ja, weiß genau, es nicht. Richtig. Naja, nicht ganz, das sind 417 Tage ungefähr, aber trotzdem, das muss man erstmal machen. Also 417 Tage ununterbrochen. So, ohne Pause, das ist schon heftig. Ja, so langsam, ich kann hier nicht mehr viel machen, weil die irgendwie alle beschäftigt sind. Das ist ja jetzt ätzend. Ich kann die Zeitskalierung nur ändern, wenn ich als Administrator angemeldet bin. Ich kann mich aber nur als Administrator anmelden, dann kann ich keine Felder mehr kaufen. Du hast doch eh kein Geld. Nee, ich habe eh kein Geld. Also kann ich mich auch als Administrator anmelden, meinst du? Das ist das, was ich damit ausdrücken wollte, ja. Du bist aber nicht alleine derjenige, der kein Geld hat, ne? Da bin ich von ausgegangen. Siehst du, das heißt nicht mehr Spieler heben Schale, sondern Spieler Lift Skala jetzt bei der Game Extension. Das ist ja das Schöne, das kann ich ja jetzt einstellen. Ja, ich glaube, ich mache das auch gleich. Ich will noch mal gucken, vielleicht finde ich ja noch einen Mod, wo man dann wirklich genau einstellen kann, was für eine Zeitskala benutzt werden soll, ab bestimmten Uhrzeiten oder so, dass das automatisch passiert. Dass ich mich dann nicht immer als Admin anmelden muss oder du oder wer auch immer. Kriegen wir schon hin. Ja. Minuten, das ist unfassbar. Ich kann nichts machen. Alles noch, Kohle habe ich eh nicht.
Sag mal, gibt es hier auf der Map eigentlich einen, Strohverkauf oder sowas? Weißt du das? Also, wo man Stroh verkaufen kann? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ne? Das Problem habe ich nämlich auch. Aber ich generiere mal eben. Ja. Einen Strohverkauf oder was generierst du? Ja, genau. Ach, cool. Nee, also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, jetzt könnte ich einen Ballensammelwagen gebrauchen. Ja, da musst du wohl warten, bis der Händler wieder auf hat. Ich könnte ja meinen bleiben, aber da ist dann das Problem mit der Brücke. Mein Gott, habe ich hier noch viel vor mir zu fliegen. Unglaublich. Man ist so verwöhnt von den großen Maschinen, ne? So mit irgendwie geil, 13 ne? Meter Schnittbreite und so. Das ist echt krass. Ja, wenn du jetzt später irgendwann die Kohle dafür hast, ne? Dann kannst du dir auch so eine Gerätschaft dazulegen. Aber die Frage ist halt, was machst du bis dahin, ne? Ja, genau. Weil, wenn du so ein großes Anbaugerät hast, brauchst du auch erstmal die PS dafür. Richtig, und du brauchst brauchst dann auch die Felder, wo das Sinn macht. Also ich meine, gut, beim Flug sehe ich da schon ein, wenn ein breiter Flug Sinn macht. Aber bei den Feldern, wie wir jetzt haben, wenn ich da mit einem 13 Meter Mähdrescher drauf gehe, ja, dann mache ich zwei Vorgewände, dann bin ich durch, so ungefähr. Ja. Ja, dann ist auch die Frage, kauft man jetzt erstmal, also gibt man erstmal Kohle aus, um große Geräte zu kriegen oder um mir lieber noch Felder oder Produktionen zu kaufen? Fragen über Fragen. Fragen über Fragen.
Ja, mal abwarten. Tja, das werden wir in dieser Ausgabe nicht mehr erleben, dass die Brücke wieder aufhat. Schade. Werde auch in dieser Ausgabe nicht mehr erleben, dass ich noch irgendwie ein Gerät freikriege. Ja, dann kann ich eigentlich ja nur eins machen. So, ach, das ist der Wald, da komme ich nicht rein. Okay, kann ich nicht sägen. Kann ich doch sägen? Da fällt hier natürlich schön aufs Haus. Wir fallen ja immer nach links. Licht wäre nicht schlecht dabei. Wo bin ich denn jetzt? Achso. Bei mir hat es wieder Pling Pling gemacht. Das heißt, die halbe Stunde ist vorbei. Hallo, hallo? Ja, ist ja Wahnsinn. Ich habe gerade schon wieder vergessen, Push to Talk zu drücken. Es ist zum Heulen hier heute. Ich gelobe Besserung, liebe Leute. Ja, kein Problem. Mir passiert das ja auch. Ja, dann würde ich einfach sagen, ja. Macht es hübsch. Genau. Nächste Folge, nächsten Dienstag. Kommt bestimmt. Wenn ich richtig sehe. Genau. Alles klar. Gut, ich sag ciao und... schönes Wochenende. Genau. Macht es gut, Leute. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.